Ja, dann herzlich willkommen zu meiner 11 Uhr Präsentation. Heute geht es um Monster-Druckluftwaffen. Die haben wir hier mitgebracht. Wir haben wirklich, wirklich interessante Modelle zu zeigen. Ich muss da deswegen auch ein bisschen im Schweinsgalopp durch, weil es so viel Neues gibt. Wir haben hier insgesamt 4 Hersteller, die wir vertreten. Hier am Stand vom AEA, die HP Max 2, lange erwartet. Wir haben den Scuba Eschinger, Megalodon und wir haben die Zeus. Von FX Airgun haben wir hier die FX Gatling brandneu liegen, 8-schussiges Fallgewehr. Wir haben die Evanix Max Air und wir haben natürlich auch die Huben GK1 Pistole mitgebracht. Fangen wir mal mit AEA an. Die HP Max 2 ist der Nachfolger der legendären HP Max. Die HP Max ist vielleicht das erfolgreichste Luftgewehr der letzten 2 Jahre. Wir haben davon zigtausend verkauft. Die ist halt 9 mm und kann eben in offen über 230 Joule erreichen. Als 7,5 Joule Modell frei verkäuflich. Ja, 9 mm ist geblieben, 7,5 Joule mit F-Zeichen ist auch geblieben. Anders ist das Exportkit. Der Umbau ist jetzt wesentlich einfacher geworden. Wir haben so ein SIM-Kartensystem, das heißt, Sie können die Waffe innerhalb von ein paar Sekunden umbauen, wenn Sie dafür die nötigen Genehmigungen haben. Die Kartuschen sind jetzt unter Druck wechselbar. Das bedeutet also, Sie müssen die Waffe zum Kartuschenwechsel nicht mehr drucklos machen. Sie können auch Kartuschen, die Regulatoren haben, tauschen. Das sind in 7,5 Joule Geradezugrepetierer. Man muss also einmal immer das Schloss zurückziehen vor jedem Schuss. Aber wenn Sie das Export-Kit einbauen, dann ist es eine Semi-Auto-Waffe. Das heißt also, Sie können die Waffe innerhalb von Sekunden von 7,5 Joule Geradezugrepetierer in maximale Power und Automatik umbauen. Beim Maximalausbau ist es dann eine Bolt-Action-Waffe. Das Export-Kit, wie gesagt, wie funktioniert es? Sie haben so ein SIM-Kartensystem, das heißt, seitlich an der Waffe ist so ein kleines Kärtchen wie so eine SIM-Karte beim Handy. Die kann man einfach rausnehmen und dann austauschen. Und da sehen Sie schon 4 verschiedene Modelle. Das kleinste Loch, das ist die 7,5 Joule-Variante. Und das größte Loch, das ist maximale Power. Das heißt, Sie können im Prinzip frei sagen, wie viel Leistung will ich denn jetzt hier eigentlich verwenden. Ja, hier nochmal der Vergleich, 7,5 Joule, volle Leistung. Wir haben auch Schalldämpfer dafür. Die Schalldämpfer haben das Besondere, dass sie kaskadierbar sind. Das heißt, Sie können, wenn Ihnen nach einem Schalldämpfer das immer noch zu laut ist, einfach einen zweiten dran schrauben. Hier sind jetzt mal 2 zusammengeschraubte. Damit kriegen Sie die Waffe flüsterleise, wenn Sie das möchten. Dann wird sie natürlich länger. Ich meine, das ist nicht zu vermeiden, aber letztendlich ist das für viele Leute absolut kaufentscheidend. Denn was will man mit einem Luftgewehr, wenn man damit schießt, die Nachbarn die Polizei rufen? Ja, die Exportkartuschen haben keinen Druckminderer. Das heißt also, wenn man maximale Leistung will, dann will man natürlich mit dem vollen Druck arbeiten, der in der Kartusche ist. Und das macht man dann einfach, indem man die Kartusche abschraubt. Dann zischt es einmal ganz kurz, ganz leise, dann wird so ein bisschen, ganz kleines bisschen Luft verloren. Dann schraubt man die neue Kartusche rein und hat dann wieder Volldruck. Ja, wie gesagt, gerade Zugrepetierer an 7,5 Joule, Semi-Auto von 60 bis 130 Bar Regulatordruck. Und wenn Sie unreguliert schießen wollen, dann brauchen Sie den Zylinderverschluss. Verfügbarkeit ab Ende März 2024. Beim Preis ist alles gleich geblieben, 998 Euro. Ja, kommen wir jetzt zu der nächsten Hammerwaffe. Das ist der Scuba Eschinger. Wir haben ja einen sehr großen Erfolg mit den Scuba Ringern gehabt. Das ist halt eine Unterwassersportwaffe, also ein Harpunengerät. Die Besonderheit ist halt, dass ein Harpunengerät in Deutschland frei verkäuflich ist. Das heißt, das Waffengesetz bis auf die Alterserfordernis, 18 Jahre, sieht überhaupt gar keine Begrenzung vor. Also eine solche Waffe, hier der Scuba Eschinger, hat also zweimal 160 Joule Energie. Also ist auf dem Niveau von einer richtig starken Jagdarmbrust. Hat aber keine Einschränkungen. Das heißt, Sie dürfen es frei verkaufen. Sie dürfen es in der Öffentlichkeit führen. Sie dürfen es auf dem Nachttischschrank liegen haben und zwar voll geladen. Weil man ja nie weiß, ob man nicht spontan Lust auf einen Tauchgang bekommt. Ja. Die Läufe lassen sich einzeln oder gemeinsam abschießen. Das heißt, Sie können das umlegen. Sie können also auch beide Läufe in einem Schuss abfeuern. Die Wirkung ist verheerend. Ja, Sie haben natürlich auch die Möglichkeit, mit anderen Spitzen zu schießen. Die lassen sich da ja aufschrauben. Das ist der Lieferumfang der Waffe. Sie haben also 2 Kartuschen dabei, 2 Pfeile dabei, Burstscheiben dabei und den Fülladapter. Und das Ganze, es gibt auch Mini-Harpunen für den Unterwassereinsatz. Die wiegen dann 60 Gramm.
Die sind im Prinzip auch Vollmaterial. Die Trainingsharpunen für Überwasser 16 Gramm, so wie ein Armbrustbolzen. Lieferbar ab sofort, UVP 3,99 Euro. Das ist eine erschwingliche Waffe. Ja, hier ein kleines Video, wie ich das hier in meiner Werkstatt einmal abschieße. Man sieht, man spannt dann die Läufe durch. Dann kann man eben beide Läufe gleichzeitig oder einzeln abschießen. Und wie gesagt, die Wirkung ist verheerend. Das ist eine 30er Multiplexplatte. Als nächstes haben wir die Megalodon. Ja, sie hängt ja hier vorne. Die Megalodon ist im Prinzip eines unserer absoluten bestverkauften Produkte für dieses Jahr. Wir rechnen da mit einem riesigen Ansturm. Ich finde sie nicht nur schön, sondern sie ist auch richtig, richtig hammerhart. Es ist ein freies Druckluftgewehr für Gummikugeln, Kaliber 50. Wenn Sie das Export-Kit, das beiliegende, einbauen, dann sind wir bei 600 Joule mit Bleigeschossen. Und auch hier haben wir wieder dieses SIM-Kartensystem. Das heißt, Sie müssen die Waffe nicht drucklos machen, Sie müssen nicht an den Ventilen rumfummeln, sondern man muss nur so ein Kärtchen auswechseln. Man hat bis zu 8 Schuss in 5 Sekunden mit der Waffe. Also das Pump-Action-System ist richtig schnell. Die Kartusche ist wieder unter Druck wechselbar. Das heißt also, Sie müssen nicht, Sie können auch mehrere Kartuschen kaufen, die voll Druck haben. Lieferbar ab Mai für 2024, UVP 1499 Euro. Hier habe ich Ihnen auch wieder ein kleines Video mitgebracht. Das ist ein 30 Kilo schwerer ballistischer Gelatine-Oberkörper. Also, das ist die Wirkung. Ja, das war's für den Ballistik-Gel-Dummy. Hier jetzt mal ganz interessant, der Einschlag durch einen Ballistik-Gel-Block, da ist eine Kokosnuss eingegossen. Da haben wir vorne noch ein dickes Lederstück. Und wenn man jetzt sieht, was passiert, schlägt durch, pilzt auf, der ganze Block hebt vom Tisch ab. Es spritzt jede Menge Kokosnussöl raus. Also im Vergleich, ich habe dann noch und danach noch mal mit einer 45 ACP aus einer 1911er Colt drauf geschossen. Da ist die Colt eine Erbsenpistole dagegen. Weil die Energie ist zwar auf einem ähnlichen Niveau, aber durch das ultraschwere Geschoss ist halt der Impuls riesig groß. Das heißt, die Kraftübertragung auf den Gelatineblock ist verheerend. Aber es geht noch stärker. Wir haben die Zeus. Das ist das stärkste Luftgewehr der Welt, jedenfalls kommerziell. Und jetzt auch frei mit F-Zeichen. Das ist die Waffe. Sie sehen, sie ist wirklich, wirklich monströs. Da vorne, da oben hängt sie ja. Es ist ein freies Luftgewehr für Gummikugeln im Kaliber 68. Sie können auch Paintballs daraus verschießen, wenn Sie möchten. Die haben dasselbe Kaliber. Es ist aber ein gezogener Lauf. Das heißt, der gezogene Lauf funktioniert dann ja auch mit den Paintballs. Es ist ein Einzellader, das ist also kein Repetieren. Das würde auch nichts helfen, weil dieser riesige Tank nach 2 Schuss leer ist. Also da müssen Sie nicht unbedingt Repetierer haben. Im mit eingebauten Export-Kit liegen Sie bei ungefähr 1600 Joule. Und das sind daumendicke Geschosse. Also hier mal, so sehen die Geschosse aus. Daneben die aufgepilzten. Das sind die Geschosse, die man damit nimmt. Die sind schon hammerhart. Ja, sofort lieferbar. Haben wir lieferbar, PTB abgenommen, 1499 Euro. Hier mal ein Schuss damit. Also das ist kein Pulverdampf, das ist Kondens von der gewaltigen Menge Luft, die so kurz freigesetzt wird. Neu und Highlight hier auf der Messe ist aber die FX Gatling. Sie haben 8 Pfeile mit 7,5 Joule. Ich habe 7 Jahre für diese Waffe gekämpft, bis FX endlich gesagt hat, wir machen das. Hauptsache, du lässt uns in Ruhe damit. Ja. Warum verschießt man Pfeile mit dem Luftgewehr? Naja, weil das ist, was man tun muss, um mit einem Luftgewehr etwas töten zu wollen. Solcher Pfeil mit der gleichen Leistung hat eine ganz andere Wirkung als ein Bleigeschoss. Und deshalb eben jetzt hier auch mit den Jagdspitzen. Ein hochpräzises, freies Pfeilgewehr mit F-Zeichen, 7,5 Joule. Seithebelrepetierer, das Laufbündel rotiert. Es ist auch für Blasrohrpfeile geeignet, da komme ich gleich nochmal zu. Die Blasrohrpfeile sind besonders bei 7,5 Joule hochinteressant. Das Export-Kit liegt wie immer bei. Preis und Lieferzeit stehen noch nicht fest, haben wir ganz frisch vor der Messe reingekriegt. Ja, beziehungsweise, wir haben also 7,5 Joule, da schießen wir diese Blasrohrpfeile mit.
Und die Wirkung ist in 7,5 Joule bereits absolut fantastisch. Das ist eine 1 mm Stahlblechplatte, durchgeschlagen. Eine Kokosnuss, beide Seiten durchgeschlagen, 7,5 Joule. Und ein Oberschenkelknochen einer Kuh, Durchschlag. Also das ist eben eine Waffe, mit der Sie auch ohne Einbau des Export-Kits auf diese Art und Weise sich gut verteidigen können, wenn es denn mal nötig ist. Evenix, ich habe ja gesagt, wir haben auch andere Hersteller. Wir haben jetzt hier mit der Evenix die erste semiautomatische Druckluftwaffe im großen Kaliber 7,62, im 30er Kaliber. Ja, es ist ein Bullpup, also ist sehr führig. 7 Schuss im wechselbaren Magazin. Es gibt es mit Holz oder mit Kunststoffschaft, beides. Das Exportkit wie immer beiliegend. Auch da ist der Einbau in unter 5 Minuten ohne Druckverlust möglich. Sie haben 15,99 in Kunststoff bzw. 17,49 in Holz. Diese Waffe ist keine China-Waffe, sondern sie wird in Südkorea hergestellt. Die Qualitätsstandards sind entsprechend unheimlich hoch. Das ist richtig Qualität. Ja, hier mal ein paar Schuss. Das ist natürlich schon, die Schussgeschwindigkeit ist enorm. Hier jetzt 35 Meter auf eine Kokosnuss. Man sieht die kaum hinten. Mit jedem Schuss getroffen. Das ist natürlich auch von der Präzision her die absolute Wucht. Die Waffe ist außerdem unglaublich leise, auch ohne Schalldämpfer. Man kriegt auch einen Schalldämpfer dafür, aber die Koreaner haben das so gut abgestimmt, dass es fast keinen Schussknall gibt. Ja, Huben. Huben hat es geschafft, die wahrscheinlich genialste Luftpistole der Welt zu erfinden. Die GK1 mit F-Zeichen, das ist die Huben GK1. Ich finde sie nicht nur unglaublich schön vom Design her, sondern auch von der Wirkung her ist es der absolute Hammer. Beziehungsweise eben kein Hammer, denn ist ein hammerloses Ventil hier eingebaut. Und das macht den Unterschied. Normalerweise kriegen Sie eine Luftpistole im 22er Kaliber, auch in offen, auf keinen Fall über 20 Joule, vielleicht höchstens. Aber das hammerlose Ventil öffnet dermaßen schnell, dass die Luft rausgepeitscht wird. Und das heißt, Sie kriegen da 45 Joule empfohlen raus. Aber inoffiziell, wenn man es testet, auch bis 100 Joule. Dann allerdings reicht die Puste nur für 4 oder 5 Schuss. Frei ab 18 Jahren in 7,5 Joule, wie gesagt, 19 Schuss in unter 4 Sekunden. Das sind, sagen wir mal, schon fast Maschinengewehrgeschwindigkeiten. Durch das hammerlose Ventil ist das also der absolute Hammer. Die Auslieferung hat begonnen, es gibt lange Wartelisten. Wir kriegen 200 Waffen im Monat. Wer jetzt bestellt, bekommt eine Lieferung aus der Oktoberlieferung. Das heißt, die Nachfrage ist enorm. Ja, hier jetzt mal erstmal ein paar schnelle Schuss in 45 Joule. Das waren 19 Schuss. Und jetzt mal ein paar mit voller Leistung, 3 Schuss auf die Kokosnuss. Na, Sie haben schon gesehen, was da an Kondens rauskommt. Also die Luftmenge ist die absolute Härte. Das ist eine Luftpistole. Also das ist schon natürlich Durchschuss durch die Kokosnuss. Mit jedem Schuss. Also so eine Luftpistole habe ich noch nie gesehen. Kein Wunder, dass die ganze Welt dieses Ding unbedingt haben möchte. Ja, das ist, ja, spricht für sich. Ja, das war meine Vorführung zum Thema Druckluftwaffen für 2024. Ich hoffe, es war interessant. Wenn Sie mögen, um 13 Uhr zeige ich Ihnen unsere Neuheiten aus dem Armbrustbereich. Ansonsten sind Sie herzlich eingeladen, sich die Waffen auch mal persönlich anzuschauen. Dazu sind wir ja hier. Und Fragen beantworten wir natürlich auch sehr gerne. Ansonsten vielen Dank.